Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 61. Folge Ravenport. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Und ja, wir sind hier am Shop und ich glaube, das hier ist der Verkaufstrigger. So sollte es sein. So. Schauen wir schnell. Okay, das kommt, weil ich da gerade, glaube ich, so neben stehe. Wert 38.000. Ja, dann verkaufen wir den noch. Das ist noch eine ganze Ecke mehr, als es im Dings-Shop war. Dann legen wir jetzt nur noch knapp 15.000 drauf, ne? So, ja, ich war jetzt gerade echt davon abgelenkt, dass ich hier den Träger gesucht habe. Wir haben ja vor, uns heute den neuen Striegel hier zu kaufen, den schönen Einböck. Und den gönnen wir uns auch ganz direkt so für 55.000. Bisschen Geld haben wir jetzt halt draufgelegt. Haben dafür aber, wow, 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 ist das ein fettes Monster. Anscheinend einen richtig fetten Striegel. Eine Sache will ich noch gucken, was braucht denn der jetzt an Leistung? 110 PS. Der sogar 120, also alles easy. So, dann fahren wir den mal nach Hause. Der dürfte jetzt natürlich mal eine Ecke schwerer sein. Ist er auch. Ist er auch. Kurvenkriegen ist... Sag mal, ist hier irgendwas mit der Lenkung? Ja, deswegen fährt er sich auch so bescheuert. Kamerabewegung aus. Rückblicken an. Aus. An. Aus. So. Jetzt fährt sich das auch wieder normal. Das war gerade die Keyboard-Steer-Einstellung, von der ich gestern schon sprach. Für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten, haben es wahrscheinlich aber auch eben gerade gesehen, dass, ne, hier beim Rückwärtsgang einschalten. Schwierigerweise funktioniert es jetzt nicht mehr so ganz mit dieser anderen Mod. Wir sehen ja, wir haben unten am Tacho noch den grünen Pfeil. Der reagiert jetzt komisch, also das, die Tastenbelegung muss ich rausnehmen, weil irgendwie reagiert das nicht zusammen. Sprich, die Keyboards, die ändert jetzt auch vorwärts-rückwärts fahren. Ich habe es beim Rumprobieren ganz am Anfang hinbekommen, dass alles zusammen agiert hat. Da hat sich quasi der Pfeil da unten, also da hat das mit der Mod auch noch funktioniert. Ich konnte darüber hin und her schalten, hat alles nach vorne, hinten, wie auch immer. Hat perfekt, genauso wie ich es wollte, funktioniert. Und dann irgendwie auf einmal irgendwann nicht mehr. Daher musste ich jetzt halt das rausnehmen. Ich kann jetzt quasi auch das hier komplett ausschalten, den Teil der Mod. Dann kann ich immer noch vorwärts, rückwärts fahren hier. Wir haben jetzt den Pfeil da halt oben über dem Tacho. Da ist auch eine Gradzahl. Man sieht jetzt, in welche Richtung man fährt. Ich denke mal, ist vielleicht manchmal gerade so für die Feldarbeiten, wenn man gerade Felder hat, gar nicht so schlecht. Und ja, ich mache das trotzdem an, weil wir haben immer noch die Option auf diese Handbremse. Die können wir noch nutzen. Das finde ich ganz cool. Falls man doch mal irgendwo am Gefälle steht, weil jetzt mit der Motorbremsmod und allem, was wir haben, kann es ja vielleicht doch mal sein, dass die Karre wegrollt. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ganz praktisch mit der Handbremse auch. Wer weiß, wofür es gut sein kann. So, und jetzt bin ich gespannt mit dem 24 Meter Striegel. Boom. Was eine Maschine. Alter, ist das ein Koloss. Ist. Pff, den kriegen wir gar nicht irgendwo unter. Der ist viel zu hoch. Oh, aber schön ist, Unkraut ist ausgewachsen. Wir sehen wenigstens, wo wir arbeiten. So, den klappen wir mal aus. Davon würde ich auch ganz direkt ein Foto machen. Von dem neuen Striegel. So. Eieieiei. So, und rein geht's ins Feld. Und ja, raus geht's aus dem Feld, weil jetzt genau in dem Moment merke ich gerade, ja, genau. Geht ja gar nicht. Zweite Unkrautstufe lässt sich ja nur noch wegspritzen. Ach ja.
Gut, wäre wahrscheinlich jetzt so oder so in die Hose gegangen. Das wäre dann jetzt ausgewachsen, während wir am Striegeln sind und hätten dann vom Striegel auf die Unkrautspritze umrüsten müssen. Also von daher ist es vielleicht gerade ganz gut, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So, aber jetzt, ja. Ich befürchte, der wird da nicht mehr reinpassen. Selbst wenn wir den jetzt senken. Doch. Ist aber so ein Monster, dass wir nicht mehr an die Spritze rankommen. Müssen wir später mal ein bisschen umstellen. Ich pack den jetzt erstmal eben hier oben hin, würde ich sagen. Da steht er nicht so doll im Weg. Unser Gewicht stellen wir mal hier ab. So. Und dann können wir uns jetzt hier in aller Ruhe auch das hier schnappen. Ups, da war ich nicht weit genug draußen. Ja, Mensch, da steht die Ernte dann auch schon wieder vor der Tür. Im Moment geht das hier echt Schlag auf Schlag. Ich hatte ja erst gedacht, so, ja, was machen wir dann jetzt gleich, wenn die Felder wieder durchgearbeitet sind? Die Frage hat sich erübrigt. Wir können schon wieder ernten. Was aber auch gar nicht so schlecht ist, denn es kommt Geld rein. Also, wir sind auf jeden Fall im Lauf. Es kommt Geld rein. Problem, was ich nur so langsam sehe, wir sind hier auf den drei Feldern und rotieren und rotieren und rotieren. Und im Moment ist halt sehr wenig Abwechslung. Wird für euch wahrscheinlich ein bisschen öde. Und ich merke aber auch bei mir, dass es gerade so ein bisschen, ja, diese Eintönigkeit finde ich ja immer so mega schrecklich. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier irgendwas finden, wie wir hier auf jeden Fall mal zügig irgendwas Neues machen. Weshalb ich vielleicht doch mit dem Gedanken spiele, vorerst. Vorerst Feld 1 zu einer Wiese zu machen. Damit wir halt zwischendurch einfach auch mähen können und was weiß der Geier, dass wir da ein bisschen Abwechslung drin haben. Oder vielleicht nicht komplett, sondern nur die Hälfte zur Wiese, dass wir noch die andere Hälfte immer noch haben für Soja, irgendwie so in der Richtung. Würde vielleicht auch erstmal reichen. Wir bräuchten allerdings immer noch die ganzen Mähsachen und dafür muss jetzt erstmal das Geld her. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ganz wichtig, dass wir alle Fahrzeuge, die wir brauchen, uns leisten können und dann können wir uns danach auf die Tiere auch, beziehungsweise auf die Pferde oder Kühe, je nachdem, was wir jetzt wirklich machen wollen, konzentrieren. Na, Moment, das ist aber zu große Überlappung hier. So, ja, wenn man wenigstens sieht, wo man hier gearbeitet hat, mag ich das ja, ne? Kann man wenigstens abschätzen. Ja, und eigentlich wollten wir ja auch Gras mal in so einen Silagebunker umfüllen. Kommen wir im Moment auch noch nicht wirklich zu. Und ich tatsächlich auch immer noch in dem Struggle auch ein bisschen bin. Ja, jetzt haben wir das in den Feldern quasi so, dass sie jetzt nach und nach fertig werden. Wir können immer ein Feld komplett fertig machen, das nächste Feld komplett fertig machen, wieder das nächste. Ich mir im Moment aber gar nicht so sicher bin, ob das halt das effektivste ist. Es ist für die Videos, glaube ich, also für euch, weil sonst machen wir 4 Folgen ernten, 4 Folgen Gruppen, Quatsch, Gruppen müssen wir ja nicht, aber 4 Folgen düngen und säen und weiß der Geier alles. Ist halt ein bisschen blöd. Es würde sehr viel Arbeit nebenbei stattfinden wieder. Damit ich das halbwegs für euch noch interessant halten kann. Das ist so ein bisschen, ja, das, wo ich gerade im Struggle bin, wie ob ich das umstelle oder nicht. Oder ob wir wirklich straight so durchziehen. Letzten Endes bin ich dafür, dass wir einfach genauso, wie wir jetzt
Fahren auch einfach weitermachen. Denn selbst wenn ich jetzt anfange, die Videos zu schneiden oder weiterhin mit Zeitraffern, werden wir auch noch machen. Wobei immer wieder diese Zeitraffer auch irgendwo, ja, wahrscheinlich blöd sind. Ist halt auch nicht so das absolut Geilste. Dann wahrscheinlich lieber Schnitte reinmachen. Ich glaube, dass man davon letzten Endes mehr hat. Man ein bisschen mehr Content in so ein Video reinbekommt. Also heißt, wenn wir jetzt das nächste dann mal wieder ernten oder längere Zeit ansehen oder so, dass ich das einfach rausschneide, keinen Zeitraffer mehr mache, dass man halt mehr Content in dann ein Video reinbekommt. Was wiederum aber auch heißt, ich habe wieder mehr Zeit, die ich jetzt fürs Aufnehmen investieren muss. Aber ich glaube, das wird noch funktionieren. Könnte man also theoretisch machen. Nur kritisch wird es, wenn wir jetzt das mit den Feldern umstellen und ich hier 2 Stunden arbeite, was ich euch nicht zeige, weil ich es rausschneide. Und das halt alles so im Background passieren muss, das ist für mich sehr viel Zeit, wo es dann wirklich auch anfängt, knapp zu werden. Wie gesagt, ich muss ja auch noch arbeiten nebenbei. Hab noch ein Privatleben und so weiter und so fort. Müssen wir mal gucken. Und ich bin auch noch gespannt, also ich nehme jetzt auch noch auf, bevor ihr antworten konntet, wegen Curseplay. Wenn wir Curseplay mit reinnehmen, wenn ihr damit alle konform seid und ihr das gerne möchtet, dann können wir ja sowieso, dann sind wir eine ganze Ecke effektiver in der Arbeit. So, Moment mal, Moment mal. Jetzt will ich die Ecke da unten kurz noch weg haben. Sehr schön. Und jetzt können wir hier weitermachen. Das mit den Geräten hinten dran, ich finde das mal. Bei einigen Sachen finde ich es sehr gut, aber im größten Teil finde ich es zum Kotzen, ne? Wenn die Geräte hinten dran hängen. Wie mit dem Düngestreuer. Denn wenn man lenkt, dann hat das immer gleich so eine mega Auswirkung. So wie jetzt, ich habe so ein bisschen hier rüber gelenkt, jetzt bin ich wieder zu weit hier, zu weit da. Wir würden hier genau zwischenpassen. Man muss aber tatsächlich erstmal den Weg finden und so ein bisschen lenken hat halt immer gleich den Mega-Ausschlag. Ich finde das vorne deutlich angenehmer. So, jetzt bleibt da wieder was stehen. Ach Mann. Jetzt kommen wir wieder zu weit links, ein bisschen rechts rüber. Man weiß auch gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Auf den rechten Rand, auf den linken Rand. Jetzt ist mir auch egal. Jetzt bleiben wir hier mal rechtsbündig. Dann fahren wir gleich da den kleinen Streifen nochmal ab. Ist mir jetzt Wurst. Dann haben wir wenigstens nichts mehr drin stehen. Und unkrauttechnisch sollten die Punkte dann immer aus diesem Feld verschwunden sein, eigentlich. So, hier einmal die Wendung reinziehen. Dann fahren wir da nochmal runter. Ja. Wobei, wir waren eben beim Thema Curseplay. Wir können ja auch sagen, wenn es gewünscht ist oder vielleicht auch nicht gewünscht, vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir können es ja auch nur zur Feldbearbeitung erstmal benutzen, dass Curseplay unseren Drescher einfach fährt, die Sämaschine fährt, solche Dinge. Und wir halt nebenbei die anderen Sachen, die so anfallen, machen können, wie weiterhin um die Schafe kümmern, die sauber machen, die zu verpflegen, das Gras in den Bunker schmeißen, all sowas. Abtanken machen wir noch selber, wir fahren das Zeug auch noch selber ins Silo, wir fahren es auch noch selber verkaufen. Das war es erstmal so, also das war es so machen. Ich würde jetzt hier auch, glaube ich, nicht unbedingt anfangen, dass Curseplay hier wieder gleich den ganzen Laden übernimmt. Aber für die Feldarbeit wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Denn wir könnten auch Helfer nehmen. Ich habe jetzt auf der Hauptfach mit Helfer gearbeitet. Ich weiß nicht, wie sie jetzt auf den geraden Feldern, ob die da wenigstens sauber arbeiten. Hauptfach hat relativ schräge Felder. Da muss man sehr, sehr, sehr viel nacharbeiten. Das ist auch ganz schön lästig. Ich glaube, dass sie auf geraden Feldern aber sauber arbeiten, kosten aber halt einfach viel Geld. Und das möchte ich hier jetzt nicht für einen Helfer ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, Spritze hier rein.
Müssen wir den Düngesteuer und den Dingssteuer vielleicht mal zusammenstellen. Dann können wir das jetzt hier mal so abstellen. Den mal hier runter. Hallo, stopp, 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 stopp. Der ist schon unten. Na, dann fällt da halt noch ein ganzes Stück. So, und dann stellen wir den jetzt hier neben ab. Dann haben wir ja Platz dafür. Hauen uns unser Gewicht erstmal wieder dran. Das sollte doch hier irgendwo, da links steht es. Dann nehmen wir den Düngestreuer. Parken den mal hier ziemlich nah an der Seite, in der Hoffnung, dass wir mit dem anderen Pfiffi noch immer sehr gut rankommen. Oder reinkommen. Bist du aber eigentlich mehr als ausreichend Platz für sein. So, da sehen wir jetzt natürlich nicht wirklich viel gerade. Ja, aber platztechnisch ist das hier ausreichend, auf jeden Fall. So, können wir uns den Striegel schnappen und den da in die Mitte stellen. Und dann haben wir es auch schon wieder für die Folge. Wir sind auch schon ein bisschen drüber. Deswegen verabschiede ich mich einfach schon mal von euch. Wie gesagt, lasst euch das mit Curseplay nochmal durch den Kopf gehen, dass wir den, wenn wir ihn überhaupt benutzen, erstmal nur für die Feldarbeiten benutzen, als Unterstützung und nicht als komplette Übernahmemacht hier. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, für eure Däumchen. Wie gesagt, lasst sie mir gerne da, wenn ihr mich unterstützen wollt und euch mein Kram hier gefällt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.